Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte heute gerne mal berichten, dass ich auch mit über 60 noch 15 Kilo abgenommen habe. Deswegen trage ich auch meine Lederjacke, weil ich die vorher bestimmt nicht getragen hätte. Sprich, mein Typ hat sich verändert. Dabei geht es gar nicht alleine um das Gewicht wegen irgendeines Schönheitsideals oder so etwas, sondern es macht was mit einem. Man verändert ein bisschen tatsächlich auch seine Lebenseinstellung, hat mehr Energie und so etwas alles. Also es gibt viele gute Gründe dafür, das mal anzugehen, wenn es überhaupt sein muss. Wobei ich da schon gleich bei einem ganz, ganz springenden Punkt bin. Also ich lehne auch heute noch alles ab, was irgendwo so Richtung Diktat geht. Also sprich, das verlangt die Mode von uns oder das heutige Schönheitsbild von uns oder so etwas. Das ist alles Quatschkram. Also davon muss man, glaube ich, sich wirklich freimachen. Das macht keinen Spaß und nichts darf fanatisch werden oder so, sondern es ist eine Überlegung und mal klappt es und mal klappt es nicht. Und bei mir war es nötig. Ich hatte also in den Wechseljahren ordentlich zugelegt und hatte da auch noch mal beruflich ordentlich durchstarten können. Und ich weiß jetzt nicht, was wirklich der Auslöser war, ob es diese Keksdosen bei den ellenlangen Besprechungen waren, die dann da verführerisch standen oder worum es ging, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich nach und nach immer ein paar Kilo draufgelegt und jetzt war irgendwann Schluss. Und angefangen hatte das eigentlich damit, dass ich meinem Arzt erzählte, dass ich also nach dem Mittagessen in der Firma so müde bin, dass ich hätte vom PC einschlafen können. Und dann riet er mir, lassen Sie doch mal die Kohlenhydrate weg. So, und ich bin ziemlich sicher, dass jetzt schon der eine oder andere aufgibt und sagt, das schaffe ich sowieso nicht, auf Kartoffeln, Nudeln und so etwas zu verzichten. Und ich kann wirklich berichten, es ist leichter, als ich gedacht habe. Denn ich habe natürlich auch gedacht, wie soll denn das gehen? Aber es geht. Also in kurzen Worten, also ich sag mal, Frühstück kann man wie gehabt machen. Über diese Sache mit dem Weißmehl und gesunde Ernährung würde ich gerne nochmal in einem anderen Film zu sprechen kommen, aber auch ich esse morgens Kohlenhydrate, dann zwar in Müsliform, aber egal. Und mittags und abends gibt es entweder weißes Fleisch wie Pute und Hähnchen oder Lachs zusammen mit Gemüse oder Salat. Und ich koche gerne, okay, das kommt erleichternd hinzu, aber ich koche tatsächlich für mich alleine zweimal am Tag warm. Und es geht ganz ratzfatz. Also ich behaupte mal, dass das ähnlich schnell ist, als wenn man sich Brote macht fürs Abendessen. Also ich packe irgendwas in die Pfanne und dann, während das brutzelt, mache ich dann meinen Salat und oder schmeiße nochmal Gemüse ins Wasser. Also mehr ist das nämlich nicht. Wir müssen vielleicht ein bisschen da oben an der Schraube im Kopf drehen. Das kenne ich bei mir selber auch nur zu gut. Und wenn man diese Hemmschwelle überwunden hat, dann geht es also heute für mich sowieso ganz, ganz leicht und einfach. Ich habe mein Gewicht gehalten, hatte früher Diäten und alles Mögliche ausprobiert und dann mit dem Jojo-Effekt nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr das gleiche Gewicht wieder erreicht oder aber sogar ein Kilo mehr oder so. Das ist alles hierbei nicht passiert. Und natürlich, wenn ich essen gehe irgendwo, dann gibt es auch mal was anderes oder so. Ich denke, wir müssen es uns so gestalten, dass wir da auch gut durchkommen, dass wir nicht so etwas ganz stur machen müssen. Sicherlich, glaube ich, sagt man, ich bin da nicht mehr ganz sicher, dass man die ersten 4 Wochen oder vielleicht waren es auch 6 Wochen schon ein bisschen strikt das machen soll, denn nach 3-4 Tagen ungefähr, wenn ich das richtig erinnere, lässt das Hungergefühl nach. Und das ist so hilfreich, das entsteht natürlich dann wieder neu, wenn man mit Kohlenhydrate dann irgendwie mal wieder so einen Ausnahmetag macht, wobei ich für mich dann sage, so wenn, dann richtig, dann haue ich richtig rein, bei mir sind das dann leider auch mal Süßigkeiten, ich glaube, ich bin irgendwie zuckersüchtig oder so, egal, also dann sage ich mir, okay, dieser Tag ist sowieso ein Tag der Pause und dann gönne ich mir das, was eben irgendwie da jetzt mal dran war. Und insofern ist es gut machbar, aber nicht alleine wegen
wegen dieses Schönheitsideals, klar fühle ich mich auch jetzt flotter, ganz ohne Frage. Aber es gibt mir so viel mehr Energie und da ist einfach so viel mehr Lebensfreude. Deswegen denke ich, sollte man da mal drüber nachdenken. Aber ich finde, man hat auch, oder jeder hat so ein anderes Wohlfühlgewicht und das ist das, was zählt und nicht das, was irgendeine Tabelle einem da vorrechnet oder so. Sondern richten Sie sich danach, was für Sie gut ist oder schön ist. Aber wenn Sie der Meinung sind, so ein paar Kilo weniger würden Ihnen auch gut zu Gesichte stehen, dann ist das ja vielleicht eine Möglichkeit, wie das bei mir sehr, sehr gut geglückt hat und eben auch noch, nachdem ich 60 überschritten hatte und das jetzt eben jahrelang schon so halten kann. Und deswegen habe ich gedacht, ich stelle mich hier jetzt mal mit einer Lederjacke hin, die ich sonst nie getragen hätte, weil ich doch ein bisschen matronig geworden war. Und heute traue ich mich das und denke, warum eigentlich nicht? Viel Spaß dabei und bleiben Sie locker. Machen Sie es nicht fanatisch, sondern einfach mit ganz viel Freude. Und ich drücke die Daumen, dass es klappt. Tschüss!